Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal Ghost Recon Wildlands, so heißt das glaube ich, mit dem Portalo. Hallo. Oh moin. Wir sind hier gerade in der Charaktererstellung. Gut, was machst du dir für Charakter? Ich glaube, ich mache mir einen weiblichen. Nein, viele keine Frau. Ich mache mir einen weiblichen, die sehen irgendwie. Ich wollte gerade sagen, sehen irgendwie besser aus, aber ja. Jetzt macht ihr auch. Ja, es kann jetzt wieder Jahre dauern, bis man hier irgendwas Gutes gefunden hat. Ich glaube, ich hatte eigentlich mal was Gutes gefunden. Einen anderen Spielstand. Ich glaube, ich nehme blaue Augen natürlich. Muss sein. Am besten Glatze. Holzfällerbau. Glaube, das sieht so gut aus. Ja, so. Haarfarbe, kackbraun. Schwarz, nee. Natürlich rot. Sieht immer schön aus. Ich glaube, ich mache hier auch noch so eine Narbe mit rein. Ih, es gibt ein Pflaster. Pfui. Und Verbrennung. Ich mache mir die Verbrennung rein. Das sieht irgendwie cool aus. Juhu. Kann man hier alles einstellen? Bemalung. Davon will ich nichts. Alter, was kann man denn hier alles noch freischalten? Viel zu viel. Lol, es gibt so Ich viele glaube. Tattoos. Ja, also warum? Ich glaube, wir machen das. Kleidung. Nein! Ah, was hast du gemacht? Ich habe zufälligen Kopf gemacht. Dachte nur, der ändert. Ja, da war ich Ich auch dachte, er kurz ändert vor. nur das eine. Ich mach fertig. Die Schuhe sehen nicht so schön aus. Nö, Leute, man kann die wirklich für alles Farben nehmen. Nur schwarze Schuhe. Hose. Das. Okay, jetzt aber zurück. Das sieht gut aus. Westen. Bemalung. Was das? Das. Reicht mir. Passt total nicht dazu. T-Shirt, aber sieht man die Tattoos nicht. Hier ist noch ein Tanker. Ja, nimm das. Passend grün. Accessories, yay. Ach du Scheiße. Augenklappe. Nach vorne gehen. Ach du Scheiße. Ja, nee, danke. Ja, ich bleib bei der Augenklappe, das passt irgendwie.
Ja, genau. Bandana. Okay, die Maske kommt mir irgendwo bekannt vor. Kugelsichere Maske. Sieht genauso aus wie der neue Typ bei Rainbow. Dem Witcher. Genau die Maske. Jo, man kann sich eine scheiß Zigarre reinhauen. Geil. Gibt wieder mal so viel Auswahl, man weiß nicht, was man wählen soll. Okay, so wie es aussieht, habe ich jetzt meinen Pferd. Ich weiß, es gibt hier noch irgendwas Cooles. Ja, aber da sind wir wieder und jetzt können wir starten. Was? Und speichern. So, also, okay, es gibt doch keinen Modus, der heißt Ghost. Ich dachte, es gibt Ghost. Egal, dann gehen wir auf Extrem. Wuhu. Was für ein Wort. GD. Glaube, da bist du der einzigste Mensch auf dieser Erde, der das von. Und los geht's. Und ist dead und dead. Der tote Agent. Ein Kumpel? Er war ein Freund von mir. Das tut mir leid. So ist der Job eben, aber das macht es auch nicht leichter. Nein, stimmt. Wohl schon länger hier. Ich lebe als Karen Bowman, die Entwicklungshelferin, mittlerweile seit etwa 5 Jahren hier. Ist ein hartes Leben, aber undercover komme ich ganz gut klar. Wenigstens haben sie einen Heli.
Wie bist du ins Land gekommen? In der Business Class von Manaus. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Habe extra bis Villazón durchgesoffen, damit man mich in Ruhe lässt auf der Fahrt. Das erklärt, warum du so stinkst. Über euch. Ich war noch als Frischling in Moskau stationiert, als der Coup abging. Es hieß, ihr werdet beteiligt gewesen. Bestimmt jemand anders. Wir waren nie da. Naja, man trifft nicht jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Vielleicht bringt es ja dann mal den Müll raus. Ist das nicht hart, offiziell gar nicht zu existieren? Sagen Sie es mir, Karen Bowman. Die Entwicklungshelferin. Und Sie haben sicher den ganzen furchtbaren Scheiß gesehen, zu dem Menschen fähig sind, wenn sie nichts zu befürchten haben. Aber eins sage ich Ihnen. Egal, wie sehr Sie sich anschauen, sich abmerken. Auf Entsprechung sind Sie nicht vorbereitet. Seine Religiosität ist geradezu wahnhaft. Er hat mehrere Gelübde abgelegt und wenn er nicht wegen Geld oder Muschis im Geschäft ist, dann wegen Macht. Wir sind in der Task Force of CIA, DEA und JSOC und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen bei Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer dabei. Die Qataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca zu Wehr setzt. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pakatari. Bolivien hat schon lange einen Hasser von Yankees, aber diesmal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Seid vorsichtig, ich werde es auch sein. Versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese vier werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pakatari, Anführer der Widerstandsgruppe Qataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Qataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption seiner Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gut, ja. Die Rettung Amaros ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Und so wie es aussieht, startet jetzt das Spiel. Nice. Tod und Verderben warten darauf. Sie sind online, Sie können Freunde zu Ihrer Sitzung einladen. Okay, cool.
außer dir. Was geht ab? Hey. Oh Gott, was für eine hässliche Lady, Alter. Alter, du siehst noch bekloppter aus, ey. Ich sehe aus selber. Wie ein Krieger. Du siehst aber aus wie eine hässliche Frau, Mann. Du hättest eine geile machen können. Nein, du machst so eine hässliche Snitch. Ich sehe geil aus, aber ich muss jetzt mal hier nachladen. So, zack. Ich fahre. Ich leg mich im Kofferraum an, nee, das ist ein Auto, wo es noch steht. Die läuft. Ah, hier darf man wieder anders. Kann ich mich hier hinten? Okay, wie steigt man ein? Alter, bist du ewig. Oh. Mal Hilfe anfordern. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wie er sich einfach in den Dreck legt. Wo warst du so lange? Genau, wo warst du so lange? Wie steigt man denn hier in Autos ein? Keine Ahnung, ich glaube gar nicht. Nein, das war. Ah, hier. Mit X. Anstatt er sich vorne hinsetzt. Hallo, gehst du bitte wieder rein? Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erleben. Nee. Wenn du noch draußen bist, wäre der Kopf weg. Ich glaube, das war keine gute Idee. Oh, Straße. Weißt du überhaupt, wo wir hin müssen? Ja, zu dem Punkt. Wie gut, dass wir so einen kleinen Geländewagen haben. Moment, wir müssen ja dahin. Ja, wir fahren besser hier durch die Straße. Steuerung. Sicherheit geht vor. So, würdest du bitte wieder reinkommen? Was reinkommen? Was? Oh. Nicht aus dem Fenster raushängen, dass wir müssen normal sein. Wir dürfen nicht keine Aufmerksamkeit erregen. Alter, wie hast du dich gerade angehört? Wir spielen auf extrem, nicht auf leicht. Schon wieder draußen. Oh ja, Mann. Auch ein bisschen Spaß haben. Hast du davon noch nie was gehört? So. Wir wollen keine Aufmerksamkeit! Wir wollen keine Aufmerksamkeit, ey! Hallo erstmal, du! Das ist ganz normal! Ja, total! Anstatt einen normalen Weg zu fahren, nein, erstmal querfeld ein und hier... Hallo, das hier ist ein normaler Weg! Oh. Nee, da... Ganz ehrlich, da bleib ich einfach dran. Also ich glaube, ich habe ja vorher mal auf Easy gespielt gehabt und da bin ich bei der ersten Mission einfach durchgerast. Hat geklappt. Ich glaube, das klappt hier aber nicht. Ja, das habe ich mir auch schon irgendwo gedacht. Das war doch ein geiler Trip. Nee, was versuchst du da? Oh yeah! Das gefällt Papa. Steig auf! Ich weiß schon, dass das ein Einsetzer ist. Ich nehme. Oh. Ja. Ich nehme das kaputte Fahrzeug. Okay. Ich nehme das Bike. Hui! Einfach Radio ausmachen. Licht mal anmachen. Ich werde sterben. Also du bist schneller wie ich, GG. Natürlich bin ich schneller. Ich habe auch eine geile Karre und kann Auto fahren. Hui. Ja, nicht reinquetschen. Und denk dran, Schalldämpfer drauf. Wie geht das? Ich hab hier keinen Schalldämpfer. Auch keinen Schalldämpfer. Okay, da ist schon... Schalldämpfer schon drauf. Das Ziel. Vorwärts. Das ist Schalldämpfer, okay. Okay, lass uns taktisch vorgehen. Du rennst rein, stellst dich und ich töte sie.
Das mit der Situation liebe ich. Hallo, wir müssen zusammen töten. Machen wir doch. Da ist ein Huhn, ich hab's Huhn getötet, Alter. Da liegt immer noch eine. Da war ein Huhn. Wir müssen hier taktisch vorgehen. Ich bin taktisch. Ja, das sehe ich. Du tötest, obwohl da zwei Gegner sind. Ja. Wir haben aber beide gekriegt. Da ist einer. Oh, das war eine Kuh. Oder was auch immer. Oh, was? Hast du jetzt ernsthaft eine Kuh getötet? Nee, das ist ein Schwein. Da hinten ist noch einer. Ich markiere immer was. Ja, habe ich gerade schon. Also ich nehme Nummer 2 und du Nummer 1 am besten, oder? Oder andersrum, egal. Okay, oder du tötest halt vor allem. Ich glaube, wir kommen so nicht an ihn ran. Hab ihn. Das heißt, Vorsicht, hier sind noch welche auf der Treppe. Hallo, hier sind noch genug Leute. Chill. Ja, genug da. Lol. Alter, ich komm mit dem Hinsetzen irgendwie noch nicht richtig klar. Wo ist denn einer? Irgendwo. Wo ist die große Frage? Da unten. Hab ihn. Oh. Okay, doch. Ich fand's auf easy irgendwie viel besser. Da konnte man einfach überall durchfahren. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieß dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron! Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Darum geht's also! Na klar, er ist auf der Atoll gefahren. Nun zu, dann seht ihr, was den Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute, Dion! Du machst das doch, ne? Ja, ich hab ihn gerade verhört. Marie ist ein alter Mann, der hält der Folter nicht lange stand. Shit, wenn so. Schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich Sachen hier mal. Aber ich würde sagen, Aufsätze und Waffen und sowas holen wir aufs Screen, würde ich sagen. Wir können kein Risiko einbauen. Oder sollen wir die auch Munition machen? Ich, Muni. Mehr ist hier nicht. Also, mir ist es egal, wie man es am besten macht. Außerdem würde ich sagen, Dokument, dass wenn wir, du das haben willst. Außerdem würde ich sagen, dass wir kurz mal einen Folgenstopp machen, weil wir sind schon etwas länger gerade dabei. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge dann mit der Mission weitermachen. Also wir sind ja gerade etwas safe hier. Ja. Na? Gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.